Hi und hallo. Herzlich willkommen zurück zur, sind wir mittlerweile, 40. Folge von unserem Minecraft Survival Build. Ach ja. Das letzte Mal haben wir Straße gebaut. Oder Weg oder was weiß ich nicht. Und nicht gerade wenig. Ich war zwischen den Folgen fleißig? Ich weiß es nicht, ob man es fleißig nennen kann. Ich habe nämlich Netherite gesucht. Also beziehungsweise Ancient Debris. Und ich war nicht so erfolgreich, wie ich wahrscheinlich sein sollte. Keine Ahnung. Aber seht selbst. Ja. Ich verstehe jetzt übrigens, warum der Nether die Hölle ist. Ich habe versucht, Ancient Debris zu kriegen. Also es ist mittlerweile jetzt schon meine dritte Tour. Aber diese drei Ancient Debris habe ich bekommen und ich bin durch fast eine komplette Netherite Pickaxe und eine über die Hälfte Diamond Pickaxe. Und ich habe drei Ancient Debris bekommen. Ich will mal zeigen, was ich gemacht habe. Also das hier drüben, hinten der Bereich ist gesprengt. Das ist Bettsprengmethode. Wo ich dann aber gemerkt habe, die ist nicht ganz so effizient. Wenn ich einen Diamantspitzhacke oder sowas habe, bin ich wesentlich schneller. Und dann habe ich das hier angefangen. Und habe praktisch hier weitergemacht. Und habe hier ausgehöhlt. Das ist alles auf Ebene 15 selber ausgehöhlt im Endeffekt. Ich weiß gar nicht, war ich hier hinten rum? Ja, hier war ich nochmal rumgegangen. Genau, ist auch noch ein bisschen. Hier war noch Bettensprengaktion. Wo ging das weiter? Ich glaube da hinten. Ihr seht, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um hier einfach mal irgendwie alles Mögliche aufzuruppen, um irgendwie an Zeug zu kommen. Was dann mehr oder weniger gut geklappt hat. Hier geht es auch noch weiter. Also wie gesagt, ich habe ein klein wenig ausgehöhlt. Den Nether. Und ich habe in diesem gesamten Bereich hier hinten, den wir gerade durchlaufen, habe ich ganze drei Ancient Debris gekriegt. Also, ihr seht, was für ein Riesenteil ich ausgemeint habe. Ich weiß gar nicht, hier hinten war ich gerade noch. Siehst du, hier sind sogar noch Items, die noch nicht despawned sind. Hier war ich gerade noch. Hier habe ich gerade noch gearbeitet. Es despawnt langsam. Ach ja. Ja, so viel jedenfalls dazu. Ich wollte euch das einfach nur mal zeigen und wollte einfach nur sagen, ich bin mehr als frustriert. Ich meine, ich glaube, in dem gesamten Teil habe ich trotzdem irgendwie 14 Ancient Debris oder sowas bekommen. Aber 14 Ancient Debris sind halt nichts, wenn man sich überlegt, dass man 4 pro Ingot braucht. Wie gesagt, das wird lustig. So, ich mache mal kurz das hier weg. Brauche ich nicht. Und Nun gut, ich wollte es euch einfach nur mal zeigen und sagen. Und ja, ist irgendwie nervig. Vielleicht noch als letzte kleine Ergänzung, weil es mir gerade eingefallen ist. Man sieht an den Statistiken schön. 26.000 Netherrack. Ich habe mittlerweile fast die Hälfte an Stone, die ich bisher abgebaut habe, an Netherrack abgebaut jetzt. What the fuck? Kann ich eigentlich hier Times used, warte mal. Die Netherite Pickaxe hat 10.000 Blöcke abgebaut. Die Diamond Pickaxe 132.000. Und ihr dürft nicht vergessen, ich habe jetzt schon, ne, das ist jetzt die zweite Runde an Blöcken, die ich hier durchgehe. Ah, Mann. Okay, gut, so viel dazu. Das hier ist unsere gesamte Ausbeute. 3 Netherite Ingots. Mehr nicht. Ich habe nur ein Netherite Scrap übrig. Einen habe ich noch. Wir haben 3 Netherite Ingot. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit upgraden will. Normalerweise würde ich gerne eigentlich ein bisschen mehr Tools noch mit upgraden, aber ich glaube, ich mache trotzdem erstmal Armor. Weil den Rest Spitzhacke und Axt brauchen wir am meisten. Und ja, Schaufel lasse ich erstmal. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen, wie wir besser Netherite farmen können, weil das. Im Moment ist es einfach nur nervig. So,
Ich mache mir jetzt aber erstmal. Was kriegt man dazu? Armor Toughness. Kriegt man einen dazu und noch plus einen Knockback Resistance. Das ist auch schön. So, einmal das da. Sehe ich auf jeden Fall cooler aus damit. Und einmal das da. Zack. So, und dann lassen wir die Schuhe an, weil es hässlich aussieht. Ja, sieht hässlich aus, okay. Gut, kommen wir opfern, alles ist egal. Netherite Boots. Zack. Okay. Naja. Sehen wir wenigstens nicht mehr ganz so doof aus. Mit unserem Gelb, sondern haben jetzt ein schönes dunkelgrau bis schwarz. Ja, okay. So, soviel dazu. Das war, was ich offscreen gemacht habe. In irgendwie 7 Stunden oder so gefühlt. Was machen wir jetzt heute in der Folge? In der Folge werden wir heute einen Haufen Vollendungen, sage ich mal, machen. Also wir werden zum einen, das wird wahrscheinlich das erste sein, womit wir anfangen, hier hinten in diesem Bereich dieses Feld hier hinten noch ein bisschen beenden. Eine Mauer rumbauen. Ich werde wahrscheinlich noch nicht den Fluss mit integrieren. Vielleicht mache ich maximal das Sugarcane weg, platziere das irgendwo weiter nach hier hinten oder so. Aber ich weiß noch nicht genau, ob ich das ganze Flussufer mitmachen möchte. Das glaube ich nicht, dass wir das machen werden. Aber wir werden sehen. Ansonsten haben wir hier oben noch diese Plattform, die wir noch ein bisschen schöner machen müssen. Und das ist im Endeffekt hier in der Bereich. Und dann haben wir hinten noch beim Schäfer noch ein kleines bisschen diesen Stall zum einen. Ich fliege jetzt nicht hin. Wir haben noch den, nicht Stall, den einen Unterstand haben wir noch. Den müssen wir noch fertig bauen. Ja, und dann haben wir auf jeden Fall erstmal das, was wichtig ist. Natürlich brauchen wir hier hinten nochmal die Pferdekoppel, muss auch noch irgendwie ein bisschen gemacht werden, aber ja, so, jetzt wollte ich gerade mal gucken. War das gerade? Nee, okay, das ist alles okay. Das ist alles richtig. Weil das Problem ist, in der Nacht spawnen ja auf diesen Feldern, also auf diesen Einzelblöcken, wo noch was frei ist, die ich auch nicht zubauen möchte, weil sonst sieht sie bescheuert aus, spawnen ja manchmal Mobs in der Nacht. Und diese Mobs haben die Angewohnheit, wenn die irgendwo was haben, wo sie hochspringen können, wie beispielsweise bei so einem Slab, kriegen die es nicht hin. Stehen die davor, weißt du, so ein Block hoch und dann und dann trampelt die ganzen Felder kaputt. Ich weiß nicht, hier sind überall Lücken drin, ne? Ich mache sie immer wieder mal zu, aber hier haben wir beispielsweise so einen Punkt, wo ein normaler Dirt ist. Ich glaube, hier hinten hatte ich jetzt vorhin nochmal welche gesehen. Hier ist nochmal ein normaler Dirt, hier ist noch ein normaler Dirt. Ich weiß nicht, warum die so viel hüpfen müssen, aber sie tun's. Naja, gut. Ja. Okay, so viel aber erstmal dazu. Ich würde sagen, wir kümmern uns darum, dass wir jetzt da hinten mal zu Potte kommen. Und, war das hier Gras? Warum ist hier Gras? Okay, warum ist hier Gras? Hab ich... Das könnte sein, dass es auch wieder zertrampelt wurde. Dass hier mal, Seeds drauf waren. Ich glaube, hier waren noch Seeds drauf. Ja, okay. Gut. Ich pflanze das schnell nach und ja. So. Besser. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, Hilfe. Wir bauen jetzt da hinten dieses Stück mal fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. Es muss endlich mal passieren. Es reicht langsam. Ich krieg sortiere nicht auf 3. Okay. Gut. Bis gleich. Tada!
Es ist nicht ganz fertig geworden. Ja. Hier vorne fehlt noch, wie gesagt, ein Fluss wollte ich später machen und deswegen habe ich jetzt auch Sugarcane erstmal da gelassen. Müsste ich eigentlich mal wieder abfarmen. Okay. Ich kenne mich, ich vergesse das nur am Ende wieder. Okay, gut. Ja, wir haben jetzt das Feld erstmal hier weit vorgezogen. Wir haben hier an der Seite so ein bisschen Krimskrams an Grünzeug, einfach wilde Wüste, sehr viel hohes Gras. Hier wurde mal eine Mauer gebaut und dann wurde es vergessen. Auf der anderen Seite ist noch gar nichts. da muss ich nochmal irgendwann mit Bone Meal ran und muss noch ein paar Büsche und so weiter vielleicht noch hinpflanzen. Ansonsten auf der Innenseite ist es soweit fertig. Wir haben, wie gesagt, hier auf der ganzen Seite ist es alles sehr grün. Und hier vorne steht nochmal ein Baum. Der Baum gefällt mir auch sehr, sehr gut. Das ist ein relativ flacher Baum, aber er wirkt sehr, sehr hell. Einfach nur, weil die Blätter so, also es sind ja relativ wenig Blätter, weil er flach ist. Und dadurch, die Sonne scheint so richtig schön durch. Es sieht wirklich, man hat wirklich das Gefühl, vor allem hier, man kann wirklich durch Blätterdach gucken. Ich mag das, ich finde das super. Okay, genau, so viel dazu. Also wir haben jetzt nochmal einen Baum. Hier auf der Seite habe ich noch nicht erstmal hinbekommen gehabt noch. Das würde ich jetzt mit euch kurz zusammen machen, denn ich habe eine Frage, oder was heißt eine? Ich habe ein paar Fragen. Und zwar zum einen würde mich mal interessieren, warum liegt der da drin? Zum einen würde mich einfach mal interessieren, wie ihr so zu manchem, ich habe kein Gras mehr, wie ihr beispielsweise zu diesen Bausachen steht. Weil in letzter Zeit, wir machen sehr, sehr viel Terraforming und Landschaftsbau und das ist dann, ja, kann unter Umständen vielleicht schnell langweilig werden, ich weiß es nicht. Deswegen würde mich einfach mal interessieren, das Problem ist immer folgendes, diese Landschaftsbausachen, sei es Wald, sei es Wege, sei es halt, was wir jetzt gemacht haben im Endeffekt, beispielsweise hier hinten, das hier hinten hat, ich glaube knapp anderthalb Stunden gedauert, wenn ich mich recht entsinne, ich glaube irgendwas in der Dreh. Es sieht nicht viel aus, aber ja, ich lasse mir halt auch Zeit und hetze mich nicht dabei. Und vor allem Bäume, die fressen einen Haufen Zeit. Aber sie sind schön und machen Spaß. So. Ja, so viel jedenfalls dazu. Wie gesagt, ich bin mir halt manchmal unsicher, ob das am Ende so interessant ist, was ich hier mache. Also, ich persönlich finde es toll. Mir macht das Spaß. Ich sollte hier unten mal ein bisschen Putze verteilen. Mir macht das einen Haufen Spaß. Ich habe hier den Spaß meines Lebens dran. Und das, also Spaß meines Lebens weiß ich nicht, aber es macht mir auf jeden Fall einen Heidenspaß, hier das zu bauen. Von daher, ich mache das ohne weiteres weiter, wenn ihr sagt, das ist mehr als in Ordnung, euch gefällt das. Da muss ich aufpassen. Wie gesagt, ich kann mir halt nur vorstellen, Landschaft kann relativ schnell eintönig werden, weil es eben, ja, es ist nun mal immer das Gleiche. Ein Weg wird sich nicht großartig unterscheiden. Ich kann da keinen anderen Baustil irgendwie reinbringen mit einmal, um einfach Sachen wie normale Wege zu bauen. Oder einfach ein Hang, ein begrünter Hang, ein Baum. Da passiert leider nicht ganz so viel, wie ich manchmal selber hoffen würde. Das ist ungünstig. So. Deswegen kann ich verstehen, dass das ja langweilig werden kann. Aber wie gesagt, deswegen würde mich einfach mal interessieren, wie ihr zu der Sache steht. Findet ihr es trotzdem schön, interessant oder ist das für euch was, wo ihr sagt, oh, langsam habe ich die Schnauze voll davon? Geht im Endeffekt auch einfach nur darum, womit machen wir jetzt am Ende weiter? Machen wir jetzt als nächstes, ach, wie heißt's, Stadtbau weiter, machen wir ein bisschen noch hier weiter mit dem Ganzen. Ja, in welche Richtung gehen wir jetzt sozusagen als nächstes? Das ist jetzt eigentlich erstmal die große Frage. In welche Richtung wollen wir als nächstes gehen mit dem ganzen Ding hier? Ich persönlich bin für alles offen, weil mir macht im Endeffekt alles Spaß. Ich will halt gerne auch die Sachen irgendwann zusammenbringen, weswegen wir jetzt gerade diese Sachen hier machen. Damit einfach am Ende des Tages alles irgendwie ein bisschen zusammenpasst.
Okay, mit Potzl bin ich jetzt eigentlich, glaube ich, am Ende. Na, hier kann ich noch ein bisschen was machen. Ja. Deswegen. Das wäre wirklich was, was mich mal mehr als interessieren würde. Darum bitte scheut euch nicht, mir das irgendwie mitzuteilen, wenn euch das stört, wenn ihr da in der Hinsicht was anderes sehen wollt. Wenn ich natürlich gerade viel zu viel Spaß dran habe und mir sage, nö, mache ich nicht. Ich will jetzt XY machen, mache ich natürlich XY. Weil am Ende geht es darum, dass ich Spaß habe. Aber jetzt in solchen Situationen beispielsweise habe ich an so vielen Spaß und es macht auch alles irgendwie einen Haufen Spaß, dass ich echt nicht sagen kann, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr darauf, die Landschaft zu machen. Sie muss gemacht werden, also irgendwann werde ich mich eh quälen müssen, ob ich es will oder nicht. Weil die Landschaft baut sich leider nicht von selber und es sieht immer bescheuert aus, wenn man Sachen hat, die nicht abgeschlossen sind, wo man wirklich alles Mögliche noch sieht an, na, wie heißt's, das geht, an unfertigen Sachen, also wie wir es beispielsweise jetzt hier haben, diese Kante hatten wir jetzt die ganze Zeit. Und das war jetzt schön, die einfach mal fertig zu bauen, weil dadurch haben wir jetzt einen Abschluss für die Felder, wir haben jetzt da unten noch ein bisschen den Fluss, aber ansonsten sind wir fertig, wir haben hier oben noch das bisschen dann. Ich weiß aber nicht, ob ich das heute schaffen werde, weil es ist schon so unglaublich viel Zeit vergangen. Einfach nur, weil ich mir gesagt habe, ach, guck mal, kannst ja mal nach Netherite suchen. Die dümmste Idee, die ich je hatte. Ja, ich weiß nicht. Ich bin immer noch so frustriert. Das ist echt nicht. Das ist echt nicht schön. Netherite macht keinen Spaß. Na, guck mal, das ist schön geworden. Netherite macht echt keinen Spaß zu suchen. Da gibt es weitaus spannendere und tollere Sachen, die man suchen kann. Wie zum Beispiel Zäune in einer Kiste. Allihop. So, dann machen wir hier nochmal ein bisschen sowas vielleicht. Und dann können wir das hier nochmal machen. So ein kleines bisschen, weil hier vielleicht so Steine sind, dass es einfach ein bisschen zurückgehalten wird. Ich weiß es nicht. Einfach nur eine Idee. Hier nochmal sowas. So ein bisschen grün schadet ja nicht. So, ich will aber erstmal hier vorne den Teil fertig machen, ehe ich jetzt zu weit nach da vorne gehe. Ja, wie gesagt, das ist was mich mehr als interessieren würde. Wie ihr da dazu steht. Ansonsten, wenn ihr nichts sagt, dann entscheide ich. Und ich kann sogar noch nicht mal sagen, was wir machen müssen, weil wir haben hier beispielsweise haben wir noch die ganzen Häuser, die von innen gemacht werden müssen. Das ist auch wieder ein Haufen Zeit, die ins Land gehen wird, diese Innengestaltung zu machen. Und die sieht man von außen überhaupt nicht. Das heißt, auf keiner Kamerafahrt oder keinem Shot, den ich in irgendeiner Form mache, wird man das dann sehen, was ich da gemacht habe. Das ist deprimierend. Deswegen mag ich die Innengestaltung nicht so, weil das ist immer das. Es ist zwar am Ende mega cool, weil es die ganzen Sachen zusammenbringt, aber es ist halt auch das Undankbarste, weil nur wenn man reingeht, sieht man es. Und ja, wenn man halt nicht reingeht, weil man halt einen entsprechenden Cinematic-Shot in irgendeiner Form gerade versucht zu machen, dann ja, ist das natürlich ungünstig. So, jetzt will ich mal kurz gucken, wie sieht denn das bisher aus? Sieht doch ganz gut aus. Guck mal, wir haben ein bisschen Gras. Ein paar Blümchen können wir noch reinmachen. Ein paar Blümchen machen wir noch und dann, glaube ich, lasse ich es auch trotzdem erstmal gut sein. Ich will nämlich noch was anderes machen, was ich nämlich das letzte Mal gesagt habe, was ich machen will. Wo kriege ich denn hier Blümchen hin? Vielleicht nehme ich doch nur Liliex ein paar? Ich mag im Moment die Liliex außen mehr als die Rosen. Die Rosen finde ich in der Stadt ganz schön, aber außerhalb finde ich sie teilweise mittlerweile nervig. Weil ich sie irgendwie nie schön eingearbeitet kriege. Egal, was ich versuche. Nee, das ist doof, nee. So vielleicht? Nee, die sind zu hell. Nee. Vielleicht hier unten. Nein, nicht da. Da. Nein. Ach, Mann. Warum bin ich immer so wählerisch, wenn ich irgendwie einfach nur ein paar Blümchen platziere? Machen wir es so. Okay. Ja. Genau, wie gesagt, so viel dazu. Es ist, es ist immer was zu tun mit so ja, Landschaften. Und wenn es euch stört, bitte sagt es mir, weil dann können wir nämlich
rechtzeitig was ändern, bevor jetzt einfach nur ihr am Ende sagt, boah, wir machen jetzt seit x Folgen, was es ja schon wieder auch ist, nur Landschaft, die finde ich nicht so toll, ich will mal was anderes sehen, dann scheut euch bitte nie, mir das irgendwie zu sagen oder so, weil dann kann ich am besten was machen. Wenn ich keine Lust habe, ist es was anderes, aber meist habe ich ja auf alles Lust, von daher. Ja, genau. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Das ist doof. Oder? Machen wir sowas. Okay, gut. So. Zack. Ich habe kaum noch Essen. So, ich mache noch hier unten das kleine Stück fertig und dann lasse ich es auch gut sein mit Bepflanzung für jetzt erstmal. Das ist vielleicht so. Es geht doch. Guck mal. Hier nochmal ein Gras hin. So, okay, gut. Das soll es dann aber auch erstmal reichen. Ich würde sagen, wir kümmern uns schnell um den Schäfer, dass wir die Folge noch was anderes schaffen, als nur hier in diesem Teil. Ich finde den Teil trotzdem schön. Wir haben hier hinten die Ecke fertig gekriegt. Ja. Und ihr seht ja schon anhand, ich habe jetzt 10 Minuten aufgenommen und wir haben in 10 Minuten gerade mal dieses kleine Stück hier geschafft, was ja echt nicht viel ist. Ja, es ist, frisst einen Haufen Zeit. Nun gut. Ich wollte den Schäfer noch fertig machen, also hinten das, den einen Unterstand, dass wir das wenigstens fertig haben. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Und da... Hey, und damit hätten wir auch das fertig. Ignoriert meinen Dreckhaufen hier. Das ist Zeug, was ich weggeschmissen habe. Ja, nun gut, wir haben das Ding fertig. Ich habe ein bisschen mehr Gras hier platziert. Bin einfach ein bisschen mit Baumwild rumgegangen. Vielleicht mache ich noch mal ein paar Sachen weg. Ansonsten haben wir unten das Ding fertig. Es stehen im Moment zwei Fackeln drin. Wir haben hier ein klein wenig Heu. Viel mehr wusste ich jetzt auch gar nicht, was ich hier platzieren soll. Genau wie drüben bei dem anderen. Ich habe einfach ein bisschen den Boden gemacht. Wir haben keine Fenster hier drin, weil ich die auch nicht gut reinkriege. Das liegt einfach nur daran, weil das hier, die Wände sind zwei dick. Und danach ist das alles diagonal. Ja. Macht es sehr schwierig, da irgendwie Fenster reinzukriegen. Aber ja, wie gesagt, ein bisschen Grünzeug. Hier vorne ist ein kleiner Busch, ansonsten Gras drinnen platziert. Und hier an der Seite noch ein bisschen Grünzeug. So, und damit ist praktisch das Ding dann jetzt auch soweit. Verdammt! Ich habe es aus dem Augenwinkel gesehen, dass ich da gleich reinhüpfe. Okay, gut. Ja, damit haben wir auch das Ding soweit fertig. Das heißt, wir haben die Gebäude hier von außen sind alle eingepflegt jetzt. Wir haben jetzt wirklich eigentlich nur noch hier offen, dass wir noch mal ein bisschen bei dem bei den Schafen hier hinten diesen Teich da noch mal ein kleines bisschen umbasteln. Ansonsten Innengestaltung von dem Haus fehlt noch komplett, in dem anderen Haus fehlt noch die Hälfte, aber wir sind soweit ganz gut fertig. Ich habe mir übrigens das Stück, was ich vorhin aufgenommen habe, diese 10 Minuten, ich habe mich sehr oft wiederholt, es tut mir leid. Ich vergesse einfach, was ich gesagt habe, und wenn ich baue, bin ich eh zu nichts zu gebrauchen. Dann ist eigentlich mein Gehirn muss. Ich muss da unbedingt an mir arbeiten in der Hinsicht. Ja, ist mir nur aufgefallen. Gut. Wollte ich nur mal noch einwerfen. Ansonsten, wie gesagt, ich bin sehr, sehr zufrieden mit der... Ich liebe dieses Areal hier hinten. Ich kann es wirklich so sagen. Es gibt so ein, zwei Sachen wie diesen Hügel, den ich nicht ganz so liebe. Aber er ist okay. Er hat seine Daseinsberechtigung, es ist okay. Man muss nicht alles mit Gebäuden zuflanken. Oder mit Bäumen. Aber ich finde das Gebiet hierhin echt schick. Ich liebe diesen Baum immer noch über alles. Der Baum ist auch schick. Wir haben zwei wunderschöne Weiden gebaut mit zwei Unterständen. Der Unterstand hier ist schöner natürlich als der Diagonale. Ist logisch. Aber ja. Hier habe ich halt mal schön experimentieren können mit Wänden. Also das ist so ein bisschen... Das Ding ist auch nochmal ein Riesenexperiment gewesen hier. Von Sachen, die wir machen könnten, die wir nicht machen könnten oder was weiß ich nicht. Und ich liebe die Felder. Oh, es ist so schick geworden. Wie gesagt, das Einzige, was fehlt, ist eine Möglichkeit für ein Pferd. Aber vielleicht lebt das Pferd wirklich mit beiden Schafen. Ich weiß es nicht. Ich werde es sehen. Ja, wie gesagt, es gibt nur ein, zwei Ecken, die ich nicht ganz so toll finde, wie beispielsweise hier hinten. Die ist mir einfach ein bisschen zu voll.
Vielleicht nehme ich hier doch nochmal was weg, wenn ich die Muße finde. Aber ja, ansonsten echt schick geworden. Ich bin froh drüber. Ich hoffe, es hat gefällt euch auch der Schäfer hier hinten. Auch wenn natürlich Innengestaltung noch nicht fertig ist. Aber ja. Gut. Und mit diesem Sonnenuntergang würde ich da wahrscheinlich sogar auch dann die Abmoderation antreten. Und mich ins Bett legen, damit wir wieder Tag haben und damit wieder Tag anfangen ist und ich nochmal 20 Minuten reden kann. Nein. ich hoffe einfach, es hat euch gefallen, was wir so gemacht haben. Ich hoffe, ihr seid so glücklich mit dem, was wir gemacht haben. Es ist, wie gesagt, nicht viel. Es hat mich fast einen halben Tag gekostet, nach Netherite zu suchen. Und dann habe ich 3 ganze Dinger zusammengekriegt. Das war frustrierend. Aber ansonsten, wir haben da hinten das Ding dann noch fertig gemacht. Wir haben ja noch das Ding gebaut. Ich muss ja trotzdem noch normal arbeiten. Ich habe ja auch nur erst einen Nachmittag Zeit. Das heißt, ich bin eigentlich immer froh, wenn wir trotzdem einen Haufen schaffen. Natürlich, wie gesagt, bei Landschaft sieht man nicht ganz so viel wie bei Gebäuden. Ein Gebäude steht in der Landschaft. Das ist dann einmal da, das geht in die Höhe. Da ist viel, viel interessanter als Landschaft. Obwohl Landschaft mehr Arbeit ist als so ein Gebäude. Was ich faszinierend finde. Aber, ja. Gut. Dann würde ich jetzt sagen, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr könnt mir gerne wirklich mal sagen, was wollen wir beim nächsten Mal machen. Wollen wir mehr Landschaft machen? Wollen wir mehr Gebäude mal wieder bauen? Wollen wir mit dem Dorf-Stadt-Ding anfangen? Oder wie, was, wo, wann? Das sind dann im Endeffekt Fragen, die ich erstmal habe. Aber ja, die überlasse ich euch. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin auf jeden Fall nochmal tschüss. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Und bis dann. Ciao.